eigentlich sollte man vielleicht noch ein bisschen Sport machen, aber sich einfach nur auf die Couch zu setzen, wäre vielleicht auch eine schöne Option, damit das nicht mehr so schwierig wird, sondern man sich ein bisschen besser mit anderen Menschen, mit Freunden und Freundinnen verabreden kann, haben sich Destina, Tobias, Greta und Jana zusammengesetzt und das Projekt Mitläufer entwickelt. Genau, Julia hat mir eigentlich schon den perfekten Einstieg vorne weggenommen. Wir sind alle furchtbar faul und jetzt kommt auch Weihnachten und da isst man furchtbar viel und dann spätestens Neujahr kommt eigentlich die Erleuchtung. Man sollte wahrscheinlich wieder Sport machen, spätestens nachdem man auf die Waage gegangen ist. Und damit wir das ein bisschen leichter machen, haben wir unsere App Mitläufer geschrieben und unsere Webseite. Und dort kann man halt Laufpartner finden, sodass man auch noch sozial ein bisschen gepressured wird, tatsächlich laufen zu gehen. Okay, wir wollten das Ganze natürlich verknüpfen und ein bisschen was Neues lernen dabei. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich zum Beispiel, als ich hier reingekommen bin, ein bisschen Python-Erfahrung hatte, aber gar nichts von HTML wusste. Und jetzt kann ich schon ein bisschen was auf HTML schreiben und ich habe zum Beispiel dieses Logo designt, das wir entworfen haben. Die ursprüngliche Idee war, das Ganze als App zu programmieren. Allerdings haben wir alle ein bisschen mehr Erfahrungen, was Web-Development angeht. Also das besteht das Frontend jetzt aus HTML und CSS und dann, wir haben das Ganze als responsive Seite erstellt, sodass man das dann halt auch auf Mobilgeräten idealerweise schön ansehen kann, wie man das dort sehen kann. HTML, CSS, JavaScript, das Klassische im Frontend. Ja, im Backend agiert ein sehr schöner MySQL-Server, der die gesamte Datenbank verwaltet und ein auf ASP.NET Core basierender Server, dessen Schnittstelle komplett durch OAS3 spezifiziert wurde, durch den dann auch die Kommunikation mit dem Client stattfindet, sprich jeder kann einen Custom-Client da drauf bauen, wenn er möchte. Ansonsten sicherheitstechnisch haben wir uns darum auch gekümmert, sprich alle Passwörter werden ordentlich gehasht und mit einem Salt in der Datenbank gespeichert. Okay. Hier sieht man auch schon unsere Startwebsite, da kann man sich dann auch einloggen. Doppelklick. So. Da gibt man dann seinen Benutzernamen ein. Und sein Passwort. Ist recht lang. Ja. Und dann sieht man auch schon direkt Laufpartner in der Umgebung. Man erkennt die Postleitzahl, um so ein bisschen zu wissen, wo die wohnen, aber jetzt nicht mit Adresse. Das wäre dann doch datenschutztechnisch ein bisschen kritisch. Man hat den Namen, man hat diese kleinen Sternchen zeigen an, was das ungefähre Laufniveau ist, weil jemand, der einen Marathon läuft, möchte jetzt vielleicht nicht mit jemandem laufen, der nur 3 Kilometer gerade mal so schafft. Wahrscheinlich andersrum auch. Deswegen kann man sich dann ein bisschen an den Stern orientieren und man kann den dann auch schon direkt in eine Mail schreiben. Genau, Visionen kann man da ja viele draufpacken. Wir haben zum Beispiel überlegt, dass man Laufgruppen hat, sodass man sich nicht nur mit einem bestimmten Partner trifft, sondern praktisch ein soziales Netzwerk aufbaut und insgesamt dann die Welt etwas sportlicher und etwas sozialer zu machen.